Hallo und willkommen zurück bei Risen 3. Ja, wir haben ja in der letzten Folge unsere Initiation hier bei den Dämonenjägern abgeschlossen. Und ich wollte jetzt noch mit Eldrick nochmal kurz reden. Ja, ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen, super. Er war dabei! Ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen. Ja, und deine Wahl war... Nun, ich freue mich, dass du dich für die Dämonenjäger entschieden hast. Ich denke, du wirst es nicht bereuen. Ja, ich hoffe es auch. Wie geht es nun weiter? Jetzt können wir uns über deinen Geist unterhalten. Okay, ja. Wie soll uns das Grimoire nun helfen? Es gibt einen Eintrag über ein Ritual des Geistes. Darin wird ein Geist aus dem Reich der Schatten gerufen und an den Körper eines lebenden Toten gebunden. Die Wahnsinnigen haben einem Zombie seinen Verstand wiedergegeben? Seltsam. Aber so steht es geschrieben. Das arme Schwein. Das arme Schwein. Stell dir vor, du stehst morgens auf und steckst in deinem eigenen verwesten Körper. Das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Wenn das Ritual bei diesem Mann geklappt hat, dann bei dir erst recht. Doch was ist, wenn der andere Teil meines Verstandes aus dem Reich der Schatten wiederkehrt? Oh Mann, mir war nicht bewusst. Was werde ich fühlen, wenn ich... Ich glaube, ich muss das Ganze erst einmal sacken lassen. Gut, wir sprechen uns später. Lass dir Zeit, mein Junge. Okay, lassen wir uns Zeit. Gerne, gerne. Was ist das jetzt hier für eine Zwischensequenz? Eigentlich habe ich ja noch so viel zu tun. Ich hatte ja gehofft, dass ich jetzt dadurch durch hier... Oh, Kapitel 3, das Geisterritual. Ja, ja. Schon klar, aber ich... habe noch so ein ganzes Buch voll mit Quests und die hätte ich gerne auch noch zumindest mal halbwegs erledigt. Glaub, diese bringen mir irgendwelche... irgendwelchen Schinken und Wein und so ein Kram. Also das können wir uns schenken. Das ist mir zu doof. Also. Tja, das ist wohl die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Nö, du könntest dich auch da runterstürzen. So ist ja nicht. Gut. Huch. So, Eldrick, was läufst du denn hier oben rum? Okay, machen wir es. Ich werde zum Geisterritual antreten. Weise Entscheidung, mein Junge. Die alten Schriften Kalladurs haben mich bisher nicht enttäuscht. Was brauchen wir für dein Ritual? Das Grimoire spricht von einem mächtigen magischen Zauber, der deinen Geist rufen und ihn an deinen Körper binden kann. Leider ist der Zauberspruch selbst darin nicht vermerkt. Wo wir ihn finden können, allerdings schon. Das ganze Ritual muss an einem Ort stattfinden, der nach außen hin magisch abgeschirmt ist. Weiterhin brauchen wir drei Zauberer, die mächtig genug sind, ihn wirken zu können. Du bist mächtiger, alles klar. Und andere drei werden wir ja auch noch finden. Wir haben ja unseren Voodoo-Chef, den müssen wir ein bisschen überreden. Und bei den Magiern, denke ich, haben wir ja auch irgendwie einen Stein im Brett, obwohl die sicherlich gedacht haben, ich würde mich denen anschließen, aber naja. Du bist ein mächtiger Zauberer. Ja, ich denke, ich kann dir bei deinem Ritual helfen. Allerdings ist meine Arbeit hier in Kalador noch nicht beendet. Von jenseits des Lavastroms bedrohen uns immer noch die Schatten. Wir müssen dort hinüber und das Übel aus Kalador vertreiben. Ja, das kriegen wir hin, da wollten wir ja eh rüber. Wie willst du über den Lavastrom kommen? Nun, es gibt zwar einen Teleporter auf der anderen Seite, doch er ist inaktiv. Ja. Ich könnte eine Brücke schlagen, wenn ich ein magisches Netz aufspanne. Wie das? Wenn sämtliche Teleporter-Plattformen diesseits des Lavastroms aktiviert sind, könnte ich ihre Energie bündeln. Mit dieser geballten Wucht könnte ich ein oder mehrere Personen über den Strom katapultieren. Das klingt nach Schmerzen. Hast du schon einmal so etwas gemacht? Nein,
Aber es wird funktionieren. Beruhigend. Bevor ich den großen Wurf wagen kann, müssen erst alle anderen Teleporter in Kalador aktiviert sein. Ach du Scheiße. Alles andere ist vorerst graue Theorie. Hab ich hier alle? Naja, okay. Werde ich auf jeden Fall helfen. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Oh, du willst tatsächlich den großen Wurf über den Lavastrom mit mir wagen? Sieht ganz so aus. War ich so überzeugend? Ja, machst das schon. Du machst das schon. Danke für dein Vertrauen. Also, du musst alle Teleporter, die du in Kalador finden kannst, mit einem Teleportstein aktivieren. Einen Teleportstein habe ich in meiner Tasche. Doch brauche ich ihn für den Teleporter im Osten hinter dem Lavastrom. Ich zeichne dir die Teleporter und die möglichen Fundstellen für die anderen Steine, die ich in den alten Schriften finden konnte, auf deine Karte von Kalador. Okay, wunderbar. Sofern ich sie noch nicht alle habe, habe ich sie jetzt so, zumindest mal markiert. Für jemanden wie dich sollte es ein leichtes sein, sie zu finden. Ja, ja. Okay, sehr wahrscheinlich haben wir hier tatsächlich noch irgendwas nochmal zum Geister nicht gemacht. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Wenn wir Glück haben, finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut, und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Okay, super. Magisch abgeschirmter Ort. Fragen wir erst danach und dann sammeln wir die anderen zwei da ein. Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wussten nichts davon. Okay, das mache ich mit links, auf jeden Fall. Das mache ich doch mit links. Wenn du das sagst. Yep. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja, und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Wie alt? Sehr alt. Ach Gott. Sogar älter als die Titanen dort. Es muss die Zeiten überdauert haben. Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Ja, ja. Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Ja. Gut. Ist nicht das Orakel da auf Kila so urig alt? Ansonsten muss ich mir irgendwie noch hier eine Schildkröte suchen oder sowas. Nochmal zum Geisterritual. Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Ja, und ist das schlecht? Das hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der Mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Und wer soll das sein? Der Mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Bitte ihn um Hilfe. Naja, machen wir. So, Schamanen haben wir auch am Start. Wie wär's mit einem Schamanen? Aber sehr wahrscheinlich wollen die auch noch irgendwie was von mir. Ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihre Hilfe jetzt gut gebrauchen. Ja, okay. Ah, hier wird gefragt, wo das alte Wesen zu finden ist. Dann wo soll ich ein so altes Wesen finden? Halte einfach die Augen und Ohren auf den Inseln der Südsee offen. Geht's nicht genauer? Vielleicht in den alten Tempeln der Eingeborenen. Ja, sag ich ja. Sie haben die ältesten Gebäude dieser Region. Wenn ein solches Geschöpf wirklich noch existiert, wirst du dort zumindest Hinweise darauf finden. Okay, was kannst du mir noch hier beibringen? Was möchtest du wissen? Alchemie, Fokus, Ritualmeister, Tränke, nee.
Astralsicht steigern. Ah, das lassen wir erstmal. Okay. Wir wissen Bescheid. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Nur was machen wir am besten zuerst? Lass mich mal gucken. Okay, das ist Shani. Eldrick. So, Eldrick, magische Netz. Mal gerade gucken. Werden mir hier sämtliche Teleporter angezeigt? Da ist das da. Hier. Da. Da und da. Okay. Nehmen wir das, aber... Moment, wo ist denn hier wieder der Ausgang? Verdammte Axt. Okay, das Ding ist aktiv. Map. Da ist der Auftraggeber. Jetzt ist natürlich hier immer die Frage... Teleporter Taverne. Okay. Hab ich ein Netz? Ich habe echt nur den da aktiv. Ja, super. Ja, ich habe die anderen ja alle aufgespart. Nee, Moment. Ich will noch erstmal kurz zum Schiff. Ja, weil ich hätte gerne Bones wieder an meiner Seite, auch wenn er immer nur Mützen macht. Aber. Komm mit. Klar. Das ist mir gerade lieber als er hier. So, Ruderboot. Rüberrudern. So. Dann holen wir uns schon mal den Teleporter hier an der Taverne. Ich glaube, ich mache zuerst mal tatsächlich die Teleporter. Und dann muss ich doch hier irgendwie noch mit jemandem quasseln, dass ich das Schiff bekomme. Irgend sowas war doch da noch. Was machen die Viecher hier? Genau bei uns. Ja, Mist. Huch! Okay, als Dämonenjäger kann man also hier lustig durch die Gegend porten. Also der rollt dann nicht, sondern... Ja, portet. Waren wir hier noch nicht? Sieht zumindest mal so aus, ist noch so ungeplündert. Ist ja merkwürdig. Naja. Hatten halt hier die Spinnen Glück gehabt. Dass wir hier nicht vorher rein sind. Was ist hier? Ist hier auch irgendwas? Okay, die Teleporter müssen wir mal kurz warten. Ich... Was ist das? Egal, ich nehme alles mit, auch wenn ich hier bestimmt gleich Probleme bekomme, aber egal. Büsten. So, alles eingesackt. Kommen wir hier irgendwo hin? Bei uns gehen wir kurz auf Seite. Huch. Sicherheitshalber. Nicht, dass ich hier gleich wieder irgendwo aufdotze. Ja. Da.
Tja, so ein paar Klippen untersuchen bringt ein bisschen was. Hep. Na komm. Na. So, Bones, ich glaube, wir können weiter. Ich hoffe, er folgt mir. Nö, er... Ich glaube, er hat sich da jetzt irgendwo festgebackt. Nee, er kommt. Wunderbar, Bones. Nee, das sind nur Pilze. Die Spinne haben wir noch nicht gelootet. So, dann geben wir mal... Das eine Portälchen öffnen. War denn das? War das nicht direkt hier? Da oben. Wie geht's dir? Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, hattest du schon mal erzählt. Ich wollte halt mich nur nochmal vergewissern, ob alles okay ist. Nehmen wir alles mit. Ja, bei dir frage ich auch gleich mal nach. Geht doch. Genau. Geht doch. Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Hattest du schon immer irgendwie ein Schwert dabei gehabt? Sieht ja gefährlich aus. Ist das ein normales Wasserfass? Nee. Nee, leider nicht. So. Wohin als nächstes? Hier oben wäre eventuell irgendwas. Ich nehme mal an, da wäre ein Teleporterstein. Den wir noch nicht mitgenommen haben. Huch. Bist du neu? Bran. Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Sehr schön. Macht 250 Goldmünzen. Alter. Weiterhandeln. Klingt gut. Für den Preis würde ich das Schwein mitnehmen. Na, so wie du aussiehst, kannst du damit gar nichts anfangen. Pass auf, ich schlachte es dir und dann bekommst du 20 Fleischbündel Proviant. Kostet dann allerdings 400 Gold für alles. Es ist ein guter Preis. 20. Können wir einschüchtern? Mal probieren. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das habe ich mir gedacht. Abgemacht, vergiss es. Ich komme drauf zurück. Ich komme darauf zurück. Dir fehlt's wohl an Gold? Komm wieder, wenn du genug dabei hast. So ein Spitzenangebot wirst du dir doch wohl nicht entgehen lassen wollen. Schweinedeal, okay. Was kannst du mir hier beibringen? Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? War ich bei dir auch noch nicht? Fleischfresser. Heile dich durch das Essen von rohem Fleisch. Na. Die 500 Gold spare ich. Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Mhm. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Okay. So, okay, der sitzt natürlich jetzt hier rum. Und ich bräuchte irgendwas von ihm. Können wir...
Speichern nochmal kurz und schauen, was er sagt, wenn wir hier das Fleisch mitholen. Hup, hup. Sagt er nichts zu. Sein Messer kann er behalten, aber hier das rohe Fleisch packen wir ein. Huch, Das nehmen wir auch. Bunz, du stehst im Weg. Was sagt er, wenn wir hier seine Hütte betreten? Nichts. Pokal nehmen wir auch mal mit. Da hängt noch eine Karte. Alter. So. Ist das noch ein Buch? Zauberbücher und Schriftrollen? Leise Versprechen ist kein Zauberbuch in wissenschaftlicher Hinsicht. Es hat die Macht, Menschen zu manipulieren. Heute liegt es bei der Magiergilde von Taranis. Sehr interessant. Okay, wissen wir das jetzt auch. Moment. Die ersten Tage der Ankunft. So. Nehmen wir mit, auch wenn wir die nie lesen werden. Aber mal schauen. Naja, okay. Folge ist eigentlich schon wieder lang genug. Ich würde sagen, ich mache dann hier an der Stelle Schluss. Und ja, dann kaufen wir halt in der nächsten Folge ein bisschen Fleisch von ihm. Wir haben ja hier sonst alles geklaut. Also, bis dann.